An jedem Schultag um 11 Uhr vormittags öffnet in der Augsburger Innenstadt ein in dieser Form einzigartiges Café seine Türen. In das Café Schülertreff kommen dann zwischen 50 und 60 junge Menschen, um hier Zeit zu verbringen. Jeder ist willkommen, jeder darf und soll sich auch mit einbringen. Zum Beispiel stammt die Bank vor dem Café von den Gästen selbst. Sie haben sich Themen überlegt, die Sie betreffen, zum Beispiel Liebe, Freiheit, also solche Themen, die ja für jeden Jugendlichen wichtig sind auch. Und die haben Sie auf die Bank geschrieben, draufgemalt und sie eben schön bunt gestaltet. Und die Idee dahinter ist jetzt eben, dass egal wo die Bank steht, Leute, die auf ihr Platz nehmen, miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht durch die Worte angeregt werden, schon zu bestimmten Themen was zu sagen. Miteinander ins Gespräch kommen. Das ist im Café Schülertreff sehr einfach. Jeden Tag wird zum Beispiel miteinander gekocht. Um ein gesundes Mittagessen für die Gäste kümmert sich Jakob Hiermeier, der im Café sein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Und dabei kommt er mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt. Man merkt halt, hier ist ein bisschen Multikulti, es sind aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Halt natürlich auch viele aus dem Nahen Osten jetzt, Syrien, Afghanistan und so, aber es sind ja auch, kommen auch viele Deutsche her, ja, alles Mögliche. Wir haben auch viele Balkanleute, also es ist ganz durchgemixt eigentlich. Und ich verstehe mich auch mit allen gut, vielleicht ist das auch schon eine Art interkultureller Austausch. Dieser Austausch der Kulturen ist ein ganz wichtiges Anliegen des Cafés. 4 hauptamtliche Mitarbeiter sind hier in Teilzeit angestellt. Träger des Angebots ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, Augsburg Stadt e.V. Finanziert wird es vom Bistum und der Stadt Augsburg. Wenn sich Menschen kennenlernen, sich gegenseitig achten und wertschätzen, dann ist ein friedliches Zusammenleben und das Überwinden von Vorurteilen und Ausgrenzung möglich. Das ist die Idee dahinter. Und da wollen wir auch weiter dafür kämpfen, dass Grenzen überwunden werden. Altersgrenzen, Grenzen, die irgendwie durch Sprache oder Kultur oder Religion bedingt sein können, die ignorieren wir hier und versuchen einen Ort zu pflegen, an dem sich jeder wohlfühlt und Anerkennung bekommt. Und dafür braucht es gar nicht viel. Sei es beim gemeinsamen Kochen oder beim Essen. Junge Menschen zusammenbringen, ihnen Raum und Geborgenheit bieten, ihre Stärken wahrnehmen und an den Schwächen arbeiten. Dieses Angebot wissen alle Gäste hier zu schätzen. Ich bin schon immer, fast immer hier, weil es hier einfach Spaß macht und so. Wenn ich zum Beispiel kurze Pause habe, wie heute, dann komme ich hier, esse ich was und spiele ich Billard oder Kika spielen wir und treffen wir mit Freunden manchmal auch da kurz, bis die Pause vorbei ist, dann gehe ich wieder Schule. Das gefällt mir sehr gut, weil ich bin hier viel Spaß haben und gute Atmosphäre und meine Deutsch verbessern kann. Weil Café Schülertreff ist der beste Ort, der sich Schüler treffen und Spaß miteinander haben. Deswegen sind wir alle hier. Weil Spaß gibt, ich mache Spaß, wir spielen Billard mit unseren Kumpels und so. Ich chille so. Ich helfe in der Küche, zusammen wir kochen wir etwas und dann wir essen zusammen. Und das finde ich, das ist sehr, sehr schön, weil ich bin alleine in Deutschland, meine Familie sind nicht hier und ich denke immer daran, dass ich immer eine Familie habe in Schultreff. Unter der Vielzahl an Angeboten des Cafés gibt es auch eine Hausaufgabenbetreuung. Die Mitarbeiter schätzen besonders die abwechslungsreiche Arbeit mit den jungen Menschen. Dass so viele hierher kommen, liegt wohl auch an der guten Lage des Cafés. Wir sind hier ganz gut umgeben von verschiedensten Schulen. Wir haben einmal eine Mittelschule hier um die Ecke, eine Realschule, wir haben verschiedene Berufsschulen und wir haben auch Sprachkurse hier um die Ecke, wo wirklich erstmal die deutsche Sprache gelernt wird. Und wir haben so eine bunte Mischung aus allem hier, was aber schön ist, dass die Kinder und Jugendliche da sich gegenseitig kennenlernen, sich austauschen können und auch ja, Freundschaften knüpfen. Das Café erhält Unterstützung von Partnern aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Außerdem engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Und zwar für etwas, das zu Offenheit und Integration beiträgt und bei dem jeder Besucher und Gast als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Diesem Anspruch wird das Café Schülertreff in Augsburg seit vielen Jahren gerecht.